Wer bin ich? Bin ich zwei. Ich höre zumindest den Klopfchecker. Hallo? 1, 2, 3, Schinken. Test. Wenn man es anmacht, ja, wenn man es unten anschaltet, ich war der Einzige, bei dem das Mikro ausgeschaltet war, richtig? Das ist schon klar, Freunde. Der Autor sagt nichts. Was ist denn los mit dem Typ? Hat genug geschrieben. Ja, genau, der schreibt mir ja. Ja, herzlich willkommen, dass ihr hier seid bei unserer Book Planetarium Live Show mit Markus Heitz. Bitte einmal einen Applaus für Markus Heitz. Ja, auch für euch. Bin ich allein hier. Wollt ihr noch zeigen? Ja, wir wollen heute über Doors sprechen. Und ja, bevor es losgeht, stellen wir uns erstmal alle vor. Sanne, magst du anfangen? Ja, hallo. Ich bin Sanne und ich blogge auf Papierplanet. Ja. Das war. Hallo, ich bin Markus und ich schreibe Romane. Ich auch. Ich bin Lea und ich blogge unter Liberiarium und mache Videos im Internet. Bücher. Nicht nur Bücher, ne? Ja. Ich bin Philipp, ich bin vom Blog Bookwalk und bin unter anderem auch auf YouTube unterwegs und ja. Freue mich jetzt hier zu sein mit euch drei. Yay! Genau, also Sanne, Philipp und ich, wir sind das Bookplanetarium. Das ist wie so eine Art Buchclub, müsst ihr euch das vorstellen. Einmal im Monat treffen wir uns auf YouTube, immer auf einem von unserer Kanäle, also das wechselt auch ständig. Und wir besprechen dann ein Buch, was wir uns aussuchen, von dem wir sagen, das klingt gut, das wollen wir lesen. Oder? Würde ich auch so unterschreiben. Das machen wir jetzt seit knapp einem Jahr. Ja. Immer ab und zu haben wir ein Autor dabei, also das ist eine ganz bunte Mischung eigentlich bisher. Wir sind nicht festgelegt nur auf Fantasy, Mystery, Jugendbuch, hatten eigentlich fast alles. Nur bei Comic, richtig Comic. Bei alles. Roman stelle ich mich quer. Ist okay. Das Lachen von ihr war sehr schön eben. Als du gesagt hast, bei Roman stelle ich mich quer. Das war... Tja. Ja, und wir sind heute das erste Mal offline unterwegs. Wir sind auch sehr aufgeregt. Ja, aber es ist, wenn man hier guckt, was die, also so ja, ganz mehr offline, oder weniger offline. Also wir sind mehr oder weniger, alle anderen sind irgendwie online, glaube ich. Ja, wir wollen heute darüber sprechen, was Doors ist, was Markus geschrieben hat und vor allem, ob es irgendwie neue Lesekonzepte gibt, weil Doors ist ja ein neues Lesekonzept und wir haben uns dann vor allem auch mit dem Thema beschäftigt, Online-Buchclub, weil wie gesagt, wir sind ja der Online-Buchclub. Wer von euch ist denn in einem Buchclub oder war schon mal in einem Buchclub? Hände hoch. Ein paar. Hat das Spaß gemacht? War das gut? Ja, war gut? Sehr schön. Haltet ihr Buchclubs für sinnig? Einmal Hand hoch. Gegenprobe. Wer findet Buchclubs Quatsch? Meldet euch. Also es haben sich zwei gemeldet für die Kamera. Wir können ja nicht drehen, aber es gab auch Leute, die gesagt haben, es wäre Quatsch. Ja, wir haben uns überlegt, Buch-Live-Shows als individuelles Lesekonzept. Wie kann das funktionieren? Und vor allem Doors als individuelles neues Lesekonzept. Ja, aber bevor wir loslegen, würde ich ja mal sagen, haben wir noch was für euch. Stimmt. Wenn ihr bis zum Ende hier bleibt zumindest. Und zwar... Das ist sehr clever. Wir haben was für euch, aber die Kamelle werfen wir erst für die, die übrig geblieben sind. Genau, also zum einen haben wir hier unten, das könnt ihr euch auch jetzt schon nehmen, wenn ihr wollt, Nein, später. Okay, dann später. Und den Prolog als Print. Da sagen wir aber auch später noch was zum Prolog an sich. Und insgesamt haben wir drei Pakete bekommen. Einmal aus jeweils einem der drei Türen als Buch. Genau. Und passend dazu eine, ich bin ein bisschen neidisch, ziemlich geile Tasse. Die, das kann man dann offenbar. Ja, das Vorsicht, das ist nicht zum Freirubbeln. Kein Rubbellos. Nicht, dass es hinterher heißt, die Tasse ist kaputt. Das ist so eine wunderbare magische Tasse, wenn man heiße Sachen einfüllt, erscheint dann ein Buchcover. Also. Dum, dum, da. Ich habe es mit kalten Sachen noch nicht ausprobiert, fällt mir gerade ein, aber ich glaube, es funktioniert auch nur bei warmen. Ich müsste selbst herausfinden nachher. Wir haben auf jeden Fall drei. Hoffentlich einfache Fragen und wer am schnellsten sich meldet und dann auch hoffentlich auf die richtige Antwort gibt, hat dann gewonnen. Mehr oder weniger. Ganz genau. Okay, fangen wir an. Fangen wir an mit den Lesekonzepten, die wir uns so überlegt haben. Also bei uns hat das damals angefangen, dass wir uns drei zusammengetan haben und wir dachten, eigentlich wäre es cool, so eine Art Buchclub zu gründen, aber die Leute, die wir alle kennen, sind alle im Internet. Die sind alle ganz weit weg. Wie machen wir das? Wie bringen wir die zusammen?
Und dann haben wir uns an amerikanischen Konzepten von BookTube, also YouTube mit Büchern, orientiert. Und da gibt es diese Live-Shows, diese Buchclubs schon länger. Und wir fanden das einfach eine super Idee, das mal nach Deutschland zu bringen. Ja, also was mich halt daran gereizt hat, ist eben, dass wir eben dieser Austausch, also irgendwie fehlen auch Plattformen doch, dafür, eben sich auszutauschen. Und wir dachten daran, wir haben drei einen sehr unterschiedlichen Lesegeschmack. Also natürlich lesen wir auch die gleichen Bücher teilweise, aber wir haben immer noch irgendwie andere Dinge, auf die wir achten. Wir machen das ja schon ein Jahr. War es immer sehr anregend und lehrreich, irgendwie von euch die Meinung zu hören und ihr eben neue Perspektiven kennenzulernen. Und ich denke, da haben wir auch wirklich eine der Ziele erreicht, die wir mit dem Buchclub auch haben wollten. Markus, mal kurze Zwischenfrage. Warst du schon mal in einem Buchclub? In der Art und Weise, wie ihr ihn betreibt, nein. Ich war in einer Bibliothek und musste, ja, ich las dann sehr einsam vor mich hin. Wenn du Glück hattest, hast du in der Bibliothek, es war auch ein Dorf, Leute getroffen, die zufällig das Buch vorgelesen haben, du bist mit denen ins Gespräch gekommen. Wenn man so möchte, war das der Vorläufer von dem, was ihr macht, ohne Internet. Und genau, da haben wir dann auch immer wieder überlegt, welche Möglichkeiten wir noch haben. Und wir haben ja alle so mit klassischen Buchblog angefangen, einfach die reine Rezension. Und dann haben wir aber auch immer wieder festgestellt, dass viele zwar die Rezensionen lesen, aber nicht so wirklich die Interaktion einfach haben. Da haben wir dann auch wirklich Möglichkeiten diskutiert. Und YouTube war dann wirklich auch die Möglichkeit, wo wir gesagt haben, da fühlen wir uns mit wohl. Und da gibt es auch die Möglichkeit mal halt mit dem Live-Chat, wo wir auch die Community natürlich mit einbinden können, die dann auch. Da haben wir auch immer wieder Fragen gestellt, natürlich zu Passagen, ob sie das auch gelesen haben oder nicht, oder wie die dazu gestanden haben. Das finde ich einfach eine tolle Möglichkeit, einfach auch mehr über das Buch selbst zu erfahren. Wir haben auch teilweise Meinungen vorab gehabt, wo wir dann hinterher eine ganz andere Meinung zu haben, einfach durch die. Das ist so oft passiert, oder? Richtig, bei manchen haben die aber nicht von abhören lassen, weil manche Bücher halt Mist waren. Aber der Austausch an sich ist einfach immer wieder schön, auch die Leute mit einzubinden. Und da gibt es natürlich auch weitere Möglichkeiten. Da gibt es zum Beispiel einfach, um die Leser zu gewinnen, um mal jetzt ein bisschen von der Live-Show wegzukommen, die Möglichkeit natürlich neue Medien zu erschließen. Das ist jetzt, zu Doors kommen wir gleich, aber dann hast du ja zum anderen bei Audible jetzt zum Beispiel exklusive Hörbücher nur. Wie bist du da einfach drauf gekommen, einfach als Zusatz oder welche Möglichkeiten siehst du in einem rein exklusiven Hörbuch zum Beispiel? Der Vorteil an verschiedenen Medien ist ja, dass du zum einen verschiedene Sprachen einsetzen kannst und anders denken musst, auch bei der Konzeption. Dass du bei einem Hörspiel viel mehr Dialog hast, weil du im Hinterkopf hast, die Leute hören ja zu. Das heißt, ich kann jetzt nicht eine Seite, was ich nicht so oft tue, aber ich kann jetzt nicht eine Seite lang eine Sache beschreiben, einen Raum oder sonst irgendwas, sondern es muss immer was passieren. Es muss immer drumherum was sein. Vieles wird über Dialog erklärt. Das hast du im Roman nicht immer so. Das ist so ein von vielen Dingen, die du im Hinterkopf behalten sollst. Und was halt auch wichtig ist, Hörbücher, es gab jetzt wieder eine neue Studie, dass alle sagen ja, oh mein Gott, das Buch hat schon wieder Leser verloren, also weniger Menschen kaufen immer noch so viele Bücher und dass die Hörbücher unter anderem anziehen. Das ist halt eine super Sache, dass du zum einen ein Hörbuch anbietest und Leute, die das Hörbuch, in dem Fall ist ein Hörspiel, das Hörspiel sich angehört haben, sagen, ja, vielleicht ist ein Buch mehr beschrieben, dann hinterher zum gedruckten Exemplar greifen. Das ist auch im Grunde so ein bisschen auch der Hintergedanke gewesen, dass ich das gemacht habe. Audible macht eben das Hörspiel. Es gibt halt wenige Leute, die Hörspiele überhaupt noch produzieren können, weil es eine echt finanzielle Sache ist, wenn du siehst, dass du 30, 40 Sprecher brauchst. Du brauchst die Leute, die Spezialeffekte machen und so weiter. Das können nicht mehr viele stemmen und gleichzeitig Knauer sozusagen die Bücher dazu bekommen wird und die ein bisschen zeitversetzt eben dann erscheinen werden. Also so macht das Hörspiel im Endeffekt wieder was für das Medium Buch. Und ich denke auch für das Konzept Doors ist das ein ziemlich guter Ansatz, wenn man halt eigentlich nur die Vorgeschichte gehört hat. Ich meine, aber Audible hat ja auch kostenlos als Hörbuch, glaube ich, angeboten, das den Prolog zumindest. Und wenn man da eigentlich eine Geschichte nur lesen möchte, und ich kann mir auch vorstellen, dass viele dann sagen, ich möchte ja auch die gleiche Geschichte, auch wenn es natürlich was völlig anderes ist, dann nochmal lesen. Dass sie da eventuell sagen, ich greife eher zum Hörbuch. Können wir zum Beispiel vorstellen, dass das so eine Idee ist. Einfach ja, es gibt natürlich, wenn ich ein Hörbuch geschrieben habe oder ein Hörspiel, wird das Buch natürlich anders aussehen, weil ich ja ein Buch mehr beschreiben muss als im Hörspiel wiederum. Ne? Also das ist ja der Vor- und Nachteil, beziehungsweise ja, die ergänzenden Qualitäten der verschiedenen Medien.
Ja, lass uns doch auch mal zu Doors kommen. Magst du mal kurz erzählen, worum es in dem Prolog eigentlich geht, bevor wir dann gleich auf die Konzepte kommen? Der Prolog, grob zusammengefasst, eine junge Frau ist verschwunden, ein Vater sorgt sich darum und schickt ein Team von, ich sag mal, vermeintlichen Spezialisten los. Ich will nicht so viel spoilern. Von vermeintlichen Spezialisten los, 6 an der Zahl, die alle sehr unterschiedliche Qualität mitbringen. Ob die alle so stimmen? Aus dramaturgischen Gründen, kann ich dazu nicht mehr sagen. Auf alle Fälle, dieses Team rückt aus und sie wissen, die Person ist verschwunden in einem Höhlensystem. Der Prolog endet damit, welche Schwierigkeiten haben sie, nach unten zu kommen. Man erfährt so ein bisschen, dass nicht einige das sind, was sie vorgeben zu sein. Und endet vor 3 Türen, die relevant sind für die Suche. Über jeder Tür gibt es einen Hinweis, durch welche die Person gegangen sein könnte. Also plausibel könnte. Mit extra langem E in Akzent. Und alle haben Gründe zu sagen, das ist die Tür. Und je nachdem, wie die Leserin, der Leser sich entscheidet, durch welche Tür dieses Spezialistenteam gehen soll, ergeben sich 3 verschiedene Handlungsstränge, die alle komplett unterschiedlich sind, mit unterschiedlichen Todesraten der Beteiligten und mit komplett verschiedenen Ausgängen. Also es ist nicht so, dass wie bei Titanic, du weißt, bevor der Film losgeht, ich weiß, wie der ausgeht. Aber es sind, wie gesagt, Enden, die sich komplett unterscheiden und die eben völlig losgelöst sind voneinander. Man kann die Romane, das ist der Trick, die danach kommen, einzeln lesen. Hat nicht das Gefühl, dass was fehlt. Wenn man alle 3 zusammengelesen hat, ergibt sich teilweise ein größeres Gesamtbild, was aber nicht unbedingt relevant ist. Ja, ich habe gelesen, dass 2009 schon bei dir die erste Idee entstanden ist zu Doors. Kannst du uns da so ein bisschen genauer erzählen, was das, da in deinem Kopf geschlummert ist? Das ist der Fluch, wenn du mit einer geilen Idee einfach zu früh in den Start gehst. Das interessiert gar nicht. Ja, das ist, mir ist dann immer so, ich freue mich dann immer, wenn man hört, früher sind die Leute, also der Erfinder des Rollkochers wurde zum Beispiel ausgelacht, weil alle gesagt haben, welcher normale Mensch kauft sich denn einen Koffer mit Rollen? Was ist das für ein Scheiß? Guckst du auf die Buchmesse, guckst im Hotel, es gibt, glaube ich, gibt es überhaupt noch Koffer ohne Rollen? Ja, also dessen Timing war gut, unseres war damals eher, semi, würde ich mal sagen. Wir hatten Doors, 2 Filmleute und ich, als Webserie geplant. Das war in den Zeiten vor Netflix, vor den ganzen Streamern, als es hieß, mach mal bei YouTube, mach mal Film, da kannst du reinstellen. Das war teilweise, ich glaube so ein Jahr war das heißer Scheiß, da gab es studentische Filme, gab richtig tolle Sachen. Ich glaube, einer von den Öffentlich-Rechtlichen hat auch eine eigene Webserie entwickelt. Und wir waren mit Doors am Start, weil Doors eben ganz viele Möglichkeiten hat, in was es später gehen kann, welche Richtung. Wir waren auch schon recht weit, Filmförderung mit allem drum und dran. Unser Geldgeber ist damals abgesprungen. Mist. Weil ich glaube, es ist nie gesagt worden, warum, aber ich glaube, die haben es gedacht, die Sachen mit dem Internet, das geht nicht lang. Nein, ich weiß es nicht. Tatsächlich war es das dann mit Doors im ersten Anlauf. Und als Knauer dann vorbeikam und gesagt hat, wir würden gern Buch machen, aber mal anders. Wie gesagt, ich habe da mal was vorbereitet. Sehr gut. Ja. Hast du so deine Schublade rausgezogen, 800 Seiten Manuskript auf den Tisch geballt? Tatsächlich war der erste Entwurf von Doors ist der Prolog. Ah, cool. Also das war praktisch der erste Entwurf damals für die Webserie. Hätte man das gedreht, wären es knappe 60 Minuten gewesen. Und dann wäre praktisch die nächste Staffel losgegangen. Und der Prolog war eben bei mir dann der Einstieg für die 3 verschiedenen Romane. Ja, ich finde, jetzt wo du es sagst, nach dem Lesen merkt man das. Ja, der Prolog liest sich ein bisschen anders. Von vornherein war es eben als Film geplant, als Serie. Also so lustig ist es dann, dass du dann praktisch mehr oder weniger die Konkurrenz Film hast, aber mit einem filmischen Konzept dagegen arbeitest. Das ist sehr lustig. Ja, das hattest du doch auch gesagt, oder? Dass du findest, dass der Prolog sich noch ein bisschen anders liest. Ich habe ja eigentlich quasi jedes Buch von dir gelesen, muss ich auch erstmal sagen. Ja, reiß ihn nur rein, ich finde das schön. Ja, Fanboy. Bin gespannt, was er jetzt sagt. Genau, Fanboy. Aber mir ist auch sehr positiv aufgefallen, dass es mal eine ganz andere Herangehensweise von dir gewesen ist. Und du hast ja oft auch in einem Fantasy-Roman, dass dann die alle aufeinander treffen, Blut, Tod, Gewalt, Gedärme, was alles dabei. Und da war einfach Doors mal eine komplett andere Herangehensweise. Und das fand ich eigentlich sehr sympathisch und vor allem auch, dass es im Hier und Jetzt wirklich gespielt hat. Ich meine, klar, im weiteren Verlauf sind wir nicht mehr hier, aber die Herangehensweise fand ich wahnsinnig gut, dass es auch mal in Frankfurt gespielt hat und nicht mal in Leipzig, wo ich dann später festgestellt habe, da ist Markus Heitz wieder unterwegs.
Aber nee, also mir hat es wahnsinnig gut gefallen, einfach der Auftakt, weil das so eine komplett andere Herangehensweise von jemand gewesen ist. Und jetzt, wo wir gesagt haben mit dem Film, ist dann wirklich offensichtlich. Ja, also ich hatte die Bilder halt auch viel präsenter im Kopf als im weiteren Verlauf. Also jetzt, wo du es wirklich gesagt hast, es ist total klar, dass es irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt aufgeschrieben wurde. Ich habe tatsächlich das Drehbuch noch zu Hause. Ich hatte das Drehbuch auch geschrieben. Also gebe ich dir gleich meine E-Mail-Adresse. Zu Hause, das Drehbuch, sehr witzig. Und wir hatten auch die komplette Preisaufstellung schon. Also wirklich, ja, und zwar nicht, was es kosten soll, sondern was es kostet zu drehen. Also mit Schuss, Munition, also Szene, düdüdüd, 4 Schuss, tralala, Stunt für das, Fahrer für irgendwas. Super spannend zu sehen, was es bedeutet, wenn du anfängst mit wirklich ins Filmische reinzugehen. Was es für Logistik hinten ranstecken wird, es wird ja nie draus was, aber man hat wieder was gelernt, also ich zumindest. Du wolltest nur was sagen eben. Ja, ich wollte nur was zum Filmischen sagen. Ich muss weiter zurückgehen, damit ich dich auch so im Blick habe. Nein, mir ist auch eben aufgefallen, dass gerade sehr viel mit den Sinnen gespielt wurde im Prolog. Also man hatte das wirklich vor Augen. Es war auch gruselig, meiner Meinung nach. Also ich lese normalerweise keine Horrorgeschichten, aber für mich war es schon sehr Horror. Und ja, natürlich hat sich der Ton verändert, aber es kommt natürlich auch auf die Tür an. Also da hast du dich ja für verschiedene Szenarien ja auch entschieden und die dürfen ja natürlich eine andere Atmosphäre und einen anderen Ton haben. Ja. Also wir sind ja, wie gesagt, auch ein Buchclub, deswegen ist es gut, dass wir jetzt ein bisschen spezifischer darüber reden, wie uns der Prolog gefallen hat. Ich hatte das aber auch so. Ich bin Horror-Fan, finde Horror gut, aber ich saß auch zu Hause und dachte so, okay, Licht machst du jetzt doch besser an. Der Trick bestand darin, dass ich dann beim Prolog später das wieder in ein Buch umwandeln musste, was vorher als Drehbuch gebaut war. Also gerade diese Stelle, wenn das Handy runterfällt und das dreht sich und es beleuchtet beim Runterfallen verschiedene Sachen. Logisch, dass sowas im Film funktioniert und da kam es ja her. Also besteht der Trick darin, ich muss es jetzt so umschreiben, dass es auch beim Lesen funktioniert. Philipp, hast du dich gegruselt oder? Erstaunlicherweise nicht. Normalerweise bin ich halt total der Angsthase, aber das habe ich... Kann ich bestätigen. Aber nee, es war sehr spannend geschrieben alles und das Team war einfach total glücklich, weil jeder sich als Spezialist ausgegeben hat und es eigentlich gar nicht war. Dieses Zusammenspiel fand ich total glücklich. Also ja, schon Spezialist, aber nicht immer unbedingt für das, was gesagt wird. Richtig. Ja, aber so gegruselt habe ich es nicht. Das war eher dieser Mystery-Faktor, den fand ich total cool eigentlich. Und da auch mal direkt die Frage, wie bist du eigentlich auf die einzelnen Welten gekommen, durch die wir dann später gehen? Und hast du noch, du hast ja glaube ich auch angekündigt, Staffel 2 bis X im Hinterkopf? Also ob es eine zweite Staffel gibt, das muss man erstmal abwarten. Okay. Was? Auch hier gilt natürlich, ich finde das super, dass es Fans gibt, ja, aber es müssen halt im Endeffekt auch für einen Verlag so viele Fans sein, dass es wirtschaftlich Sinn ergibt. Weil sonst, also bei aller Liebe zum Buch, das ist halt dann schwierig. Wie ich auf die verschiedenen Szenarien gekommen bin, zum einen, ich habe Geschichte studiert und Germanistik, das muss man nicht, um Bücher zu schreiben. Nein, muss man nicht. Kennen wir aber. Aber Geschichte fand ich immer viel cooler, viel spannender, tut mir leid, als Germanistik. Ich hatte immer das Gefühl, bei Geschichte kann ich noch Dinge ausgraben und entdecken. So ein bisschen das Indiana Jones-Feeling, Ding sie, auch wenn es nicht Archäologie war, aber du hast da noch eine alte Quelle gefunden und da noch was. Yeah. Da habe ich mich tierisch drüber gefreut. Und da stolperte ich zum einen über die Theorie des erfundenen Mittelalters. Wo die Jahre 600 bis 900, in dem einen eins der Bände spielt, dass die nachträglich geschichtlich verfälscht wurden von einer nachfolgenden Generation. Ich habe mich immer gefragt, als Historiker würde ich sagen, spannende These, aber ich glaube nein. Als Autor, geiler Scheiß, also das ist Elfmeter, habe ich aber immer gefragt, warum sollte jemand, denn selbst für die damaligen Verhältnisse war es ein enormer Aufwand, rückwirkend 300 Jahre Quellen einzustampfen, umzuschreiben, zu fälschen, was auch immer. Und ich habe mich gefragt, warum? Jetzt lassen wir die Aliens außen vor, weil das wäre sehr langweilig gewesen. Ich nehme den Indiana Jones, den letzten, immer noch sehr übel, deswegen, ganz ehrlich. Kristallschädel, Alter, was soll das? Egal. Auf alle Fälle, ich wusste, es muss einen Grund geben, außer Aliens, warum das umgeschrieben wurde. Und mir kam dann die Idee, dass es da eben ein Matriarchat gab, wo die Frauen das Sagen hatten, die Männer mehr oder weniger sich wieder zurückgeputscht haben an die Macht
und da natürlich keinen Bock hatten, dass du in allen nachfolgenden Generationen ständig darüber diskutieren musst, dass die Frauen das früher anders, besser, wie auch immer gemacht haben. Also eliminierst du jede Spur. Du weißt, die ersten 50 Jahre wird es noch Frauen geben, die sich erinnern, und danach sagen die Geschichtsquellen was anderes. Ich wollte außerdem ein 44er-Szenario schreiben ohne Nazis, yeah, weil das nervt halt tierisch. Ich meine, Hollywood, jetzt, es wird nicht verfilmt. Also ein 44er-Szenario ohne Nazis, das wird nie verfilmt. Aber ja, mein Gott, ist halt so. Und so ein bisschen Near Future muss auch mal sein. Das mochte ich auch sehr gern. Ganz genau. Ja, da kommen wir jetzt auch schon ziemlich genau auf die Titel, die wir gelesen haben. Wir haben uns ja jeder für ein Buch entschieden. Kolonie, das Fragezeichen, das hatte Philipp. Sanne hatte das Ausrufezeichen, Blutfeld. Und ich hatte das X, die Dämmerung. Ja, und ich würde sagen, könnt ihr alle mal kurz so in ein paar Sätzen erklären, das, uns das, bei euch? Das X, das musst du unbedingt sein, wegen Indiana Jones. Ja. Noch niemals in der Geschichte der Archäologie wurde ein bedeutsamer Ort mit einem X gekennzeichnet. Und dann stehen sie in der Bibliothek, gucken runter und da ist dieses X auf dem Boden. Das muss einfach sein. Sanne, magst du vielleicht anfangen, weil dein Buch liegt ja am meisten in der Vergangenheit zurück. Einfach mal kurz erklären, was deine Figur, also was die Figuren von Markus, nicht deine Figuren, im frühen Mittelalter erleben oder was, worauf müssen wir uns einlassen? Ja genau, wir haben, also Markus hat das ja gerade schon angesprochen, ich habe Blutfeld gelesen, das ist, da machen die Figuren eine Zeitreise sozusagen in das frühe Mittelalter, also ins 9. Jahrhundert. Und ich habe mich für das Buch entschieden, weil ich auch Historikerin bin und dachte mir, es ist ein sehr, sehr interessantes Gedankenspiel, dass gerade in dieser frühen, also gerade das Mittelalter, was man wirklich mit dem Patriarchat und Christentum alles assoziiert, ein Matriarchat eben einbaut. Und genau da landen eben die Figuren alle, als sie durch die Tür gehen und sehen sich erstmal so ein Schlachtfeld vor sich und denken sich, was ist jetzt hier los? Und dann erkennen sie recht schnell, hier herrschen ganz andere Regeln, auch ganz andere Regeln, die wir heute in der Gegenwart kennen. Und ja, die Herausforderung ist natürlich, die gesuchte Person eben zu finden, aber gleichzeitig bewegen sie sich eben auch in der Vergangenheit und müssen halt aufpassen, dass sie in den Verlauf der Geschichte nicht enden. Aber ist auch die Frage, vielleicht sollten sie den Verlauf der Geschichte auch ändern, weil es ist ja eigentlich ganz gut, ja, es ist eigentlich ganz gut, dass die Frauen an der Macht sind, dann wären vielen Frauen das Leid erspart worden, wenn der Verlauf der Geschichte eben anders gewesen. Ja, Markus, da kannst du dich schon auf ein paar Fragen freuen. Wir hatten nämlich gestern schon eine feministische Diskussion über deine Bücher gestern Abend. Bam! Bam! Ja, Philipp, du bist in die 40er Jahre gewandert. Richtig. Und warum? Weil es der Titel war, der noch über war. Nein. Weil ich. Richtige Antwort. Sehr schön. Das wollte halt sonst keiner. Also, sie haben mir 10 Euro gegeben. Wenn es so wäre. Nein. Also ich fand das Setting insgesamt einfach wahnsinnig spannend, einfach weil diese Was-wäre-wenn-Fragen gestellt wurden. Was wäre, wenn das Stauffenberg-Apotal funktioniert hätte? Und diese Frage wird beantwortet, mehr oder weniger, und die ganze Geschichte, die sich daraus entwickelt, wird dann eigentlich in Kolonie geschildert. Und die Nazis sind besiegt und klar, die Siegermächte gibt es immer noch, die Sowjets und die Amis. Und die mögen sich immer noch nicht so, kennen wir irgendwie aus unserer Welt, auch heutzutage leider immer noch. Und da wird aber natürlich auch eine gewisse Person gesucht. Ob die da gefunden wird, sagen wir natürlich jetzt nicht. Und ich finde das ganze Szenario, die Möglichkeit, wie da mit Verschwörungstheorien gespielt wird, wie Nazis auf dem Mond oder in der Arktis, Antarktis da zusammenhängen, das wird ja alles in den Raum geworfen und natürlich auch die Frage gestellt, ist das der Auslöser für die Theorien, die wir haben oder nicht? Gerade das hat tierisch viel Spaß gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Also ohne zu viel zu spoilern, es geht darum, dass ein paar, also zum einen kriegt die eine Figur, eine der Hauptfiguren, ein Problem, weil die in 1944 wird ein Handy bei ihr gefunden. So, jetzt wissen alle, also irgendwas, es ist wohl, aber das muss irgendeine Nazi-Erfindung sein, von der alle reden. So, und sie denkt sich aus Spaß irgendeine Geschichte aus und sie glauben das. Problem. Und dann kommt später eine andere lustige Szene, die hat enorm viel Spaß gemacht, wo so ein paar Nazi-Größen im Zug sitzen und sich gegenseitig unter Tränen des Lachens in den Augen gegenseitig erzählen, was für ein Quatsch sie erzählt haben, damit sie verschont werden und mitgenommen werden, welche Erfindung sie haben mit den Flugscheiben und mit der schwarzen Sonne, der das erfunden hat, dass so Kindergekrakel war. Also das hat so viel Spaß gemacht. Ja, also ihr merkt, es ist nicht nur Horror, es ist nicht nur Blut, es ist auch tatsächlich lustig an einigen Stellen.
Ja, ich hatte das Privileg, Sanne und Philipp zu fragen, welchen Titel wollt ihr denn machen? Ach, ich möchte übrigens der Baron. Und ich habe mich deshalb dafür entschieden, weil es in der Zukunft spielt und ich Sci-Fi gerne mag. Ja. Ganz einfach und simpel. Also es spielt 2049, also nicht ganz so weit weg. Man kann es sich noch so ein bisschen vorstellen. Ja, das hat den Grund, weil ich Blade Runner sehr gut finde. Und der spielt, ja, 2049. Ja, und in meiner Realität gibt es ganz viele digitale Volksabstimmungen zu allen möglichen Themen. Und jetzt musst du mir mal helfen. Wie spricht man das aus? Dick Y, Dick I, dieses Gerät. Also jeder in dieser Zukunft hat so ein Gerät, wie so ein Handy, muss man sich das vielleicht vorstellen. Die meisten sagen Digi. Digi, ach ja. Ah, ja. Ich habe immer Dick Y gesagt. Ja, Dick Y sagen. Das klingt so yeah, cool. The war. Drop the mic. Nee, das ist nicht. Ja, und das ist wie ein Portemonnaie mit Handy und Personalausweis und alles. Genau. Und das hat jeder Mensch in dieser Realität und damit stimmt man auch über Volksentscheide ab. Und ja, wenn so ein Ding geklaut wird, ist das natürlich auch leicht manipulierbar. Und dadurch könnten die Volksentscheide alle den Bach runtergehen. Oder noch viel besser, das ist ja mein böser Gedanke, dass die Leute, wenn sie jetzt Volksentscheide machen dürfen, und zwar mehrere am Tag, irgendwann so genervt sind von ihrer Verantwortung, dass sie sagen, habe ich keinen Bock drauf, ich verkaufe meine Stimme. Und das ist halt natürlich ein fieser Gedanke, das gebe ich zu, aber ich glaube, letztlich wäre es tatsächlich so, dass wenn du den Menschen so viel Macht gibst, ständig über alles abstimmen zu können, sind sie halt irgendwann so genervt, dass sie sagen, aber weißt du was, gib mir einen Tausender im Monat, lieber Konzern X, dafür hast du immer mein Ja oder Nein, such's dir aus. Jetzt mal so eine ganz generelle Frage. Welches Buch hat dir denn am meisten Spaß gemacht zu schreiben? Die Frage nach den Kindern. Nein. Im Endeffekt haben wir alles. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, so ganz unter uns, weil es doch keiner filmt. Nee, guckt doch keiner zu. Ja, nee, mal. Ich mach ja, wir machen die Augen zu, da sieht es keiner. Nee, sie haben alle Spaß gemacht, logisch. Weil ich mich in dem austoben konnte, auf das ich ja Lust hatte. Das ist prinzipiell bei allen meinen Büchern so. Ich schreibe ja nur über Dinge, die mir Spaß machen. Ich wäre bekloppt, wenn es anders wäre. Ja, das stimmt. Das stimmt. Deshalb Romans und ich, es wird keine, also das wird schwierig. Oh, ich möchte so, so gerne mal so wie man so ein Twilight-Buch von dir haben. Los. Yay! Ja. Also für meine Verhältnisse war ich in einem einen Roman Ende schon sehr romantisch, ohne so viel zu spoilern. Bei Sanne. Und da, ich habe mich über mich selber gewundert. Also da habe ich gedacht, Alter, also. Sanne hat mir das heute erzählt und ich habe heute Morgen ein Tretchen vergossen. Ich hatte auch wirklich, ich hatte so Gänsehaut. Das ist nicht böse gemeint, aber ich kann es nicht. Ich habe mal probiert, ich habe 20 Seiten aus Spaß. Weil, machen wir uns nichts vor, Schreiben ist bis zu einem gewissen Grad Handwerk. Bis zu einem gewissen Grad ist es Handwerk. Offensichtlich kann man manche Torte besser als die andere Torte. Und Romans und ich, also das ist, glaube ich, keine Backverbindung, die hält. Fehlt das Natron? Es fehlt irgendwas. Ich kann das, aber das ist, nee, es klingt nicht so, wie es soll. Ja, du hattest ja gerade schon erwähnt, dass man eigentlich jedes Buch einzeln lesen kann, aber auch alle zusammen und dann würden sich Informationen zusammenfügen, wie vielleicht so ein Puzzle. Was ich mich gefragt habe, ist, was war die größte Herausforderung für dich, eben zu entscheiden, welche Informationen du in welchem Buch einbindest? Hattest du dir was dabei gedacht oder hast du irgendwie eine Münze geworfen oder ja? Nee, das habe ich tatsächlich durchgeplant und einfach grob verteilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich muss halt nur aufpassen, dass ich halt nicht ständig die gleichen Informationen verteile. Wenn ich Informationen doppelt rausgebe, müssen sie einmal länger und einmal kürzer sein. Dass wenn Leute sie vorher schon mal gelesen haben, sagen, ach ja, richtig, ohne aber gelangweilt zu sein. Und Leute, die Kurzinformationen kriegen, sagen, ah, Moment, vielleicht gibt es da was, interessiert mich aber nicht, ich will erst mal wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Und da muss man eben aufpassen. Ja, das haben wir auch festgestellt. Also Sander und ich, wir haben uns gestern versucht zu beherrschen, aber es ist doch ein bisschen eskaliert zwischendurch. Weil ich wollte halt unbedingt wissen, welche Informationen bei der Sanne alle im Buch waren. Für euch so als grobe Info, es gibt Hintergrundgeschichten zu den Figuren. Die werden mal stärker beleuchtet und mal weniger. Und welche Figuren, also welche Hintergrundinformationen ihrer Figuren da waren. Und da dachte ich, oh mein Gott, ich muss das auch noch lesen. Dadurch, dass die Hintergrundinformationen teilweise recht ausführlich sind, jetzt zum Beispiel keinen Sinn ergeben, alle in einen Roman zu klatschen. Ja. Weil das dann wieder die Handlung an sich ausbremst. Also muss man gucken, wo verteile ich das wohin, damit das einigermaßen ausgeglichen ist und die Leute nicht ständig aus dem
eigentlichen Lesefluss ausgelöst werden. Das ist so schlau gemacht. Ja, das passt dann auch ganz gut zum Konzept an. Also es ergänzt sich dann richtig gut und es hätte wahrscheinlich mit einem einzigen Roman nicht so gut funktioniert. Diese Rückblenden hatten wir tatsächlich auch im ersten Drehbuch drin, weil das dann genauso geschnitten gewesen wäre, wie man es eben aus Serien kennt. Dass du so einen kleinen Break hast, da kommt eine Schwarzblende und dann beleuchtest du tatsächlich so einen Tag oder diese bestimmten Dinge, die ich geschildert habe im Roman. Aber das funktioniert auch im Roman selber, ohne dass es jetzt ein Drehbuch sein muss. Und können wir vielleicht darauf hoffen, dass es vielleicht irgendwann mal verfilmt wird? Das wäre so sagen, das liegt ja nicht allein in meiner Hand, das wäre schön. Aber ich wollte mal fragen, also sollte ich denn den Jackpot knacken, der ist jetzt demnächst wieder bei 61 Millionen, dann machst du es selber. Ja, cool. Ja, hey, wenn man das Spielgeld dann hat, dann Rock'n'Roll. Ansonsten muss man mal gucken. Eben, also für mich war es auf der anderen Seite immer noch total interessant, dass wir drei ein Buch gelesen haben, was nicht das gleiche Buch war. Also sowas total irre. Aber du hast ja mit Sicherheit in jedem Buch auch Passagen drin gehabt, wo es wieder in Frankfurt spielt. Sind die überall verschieden oder hast du da die gleiche Rahmenhandlung genommen? Genau, das würde mich nämlich auch mal interessieren, was gleich ist. Das habt ihr euch noch gar nicht gegenseitig erzählt. Nee, ich hatte Philipp noch gar nicht gesehen. Nee, auch die Sachen sind sehr unterschiedlich. Also wirklich sehr unterschiedlich. Gerade dem Vater, dem Auftraggeber, kommen sehr drei verschiedene Aufgaben zu. Das hätte ich zum Beispiel nicht erwartet, weil die Protagonisten ja durch die Türen gegangen sind und alles andere bleibt ja zurück. Das ist richtig, aber trotzdem ergeben sich durch diese Konsequenzen eine andere Handlungsweise. Das heißt, manchmal reagiert der Feind schneller, manchmal gar nicht. Wie gesagt, der Vater hat sehr unterschiedliche Aufgaben in den drei Romanen. Ja, und was Sanne und mir auch gestern aufgefallen ist, ich habe in meinem Buch viel mehr Mystery-Elemente drin. Also bei mir gibt es zum Beispiel so ein hundeartig Hund-Krokodil-Mischung, die in der Höhle herumstreunert und Sanne meinte, als Beispiel, dieses Wesen aus deinem Buch jetzt, was ja theoretisch möglich gewesen wäre, da ausbrechen zu lassen und sie hätten es mitgeschleppt rüber ins Mittelalter-Szenario, wäre erstens too much gewesen und alle hätten gesagt, Moment mal, der Film heißt Outlander. Ja, genau. Also nicht der Outlander, den ihr jetzt meint, also nicht der Romance Outlander, sondern es gab einen, wie nennt man das, Science-Fiction Mystery-Fantasy-Film, den ich sehr gut fand, wo jemand im Raumschiff der Erde runter abstürzt, hat so ein komisches Vieh dabei und dann eskaliert es unter den Wikingern, grob zusammengefasst. Ich fand den Film super, das sieht man wieder. Dann kam, ich hatte mir den gemerkt, Outlander, super, da kam die Ankündigung, Outlander, jetzt als Serie. Ich so, oh, geil! Yes. Bis ich gerafft habe, Moment, das ist gar nicht der Outlander. Das ist, wann kommt das Tier und wo ist der abgestürzt? Wieso sehen die alle so anders aus? Das ist gelogen, das ist gar nicht der Outlander. Ja, da habe ich gerafft, dass es eine andere Outlander-Serie ist. Aber das wäre einfach, um das zu Ende zu bringen, das wäre einfach too much gewesen. Also deshalb ist das genau so getaktet. Sonst ist es einfach, dann ist es zu viel. Das Hundekrokodilwesen gab es bei dir auch nicht? Nö, ich hätte jetzt nicht gewusst, was die Nazis damit machen sollen. Aber die sind ja auch sehr interessant. In Computerspielen hätte ich dir sagen können, was sie damit gemacht hätten. Aber ja, und das führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Ich war bei meinem Buch sehr überrascht, dass ich wirklich gar nicht so lange in der Zukunft war. Hä? War das bei euch auch? Also Sanne meinte zu mir, sie war relativ lange in ihrer Tür. Genau, also die Gewichtung ist wirklich so, dass wir hier langes Mittelalter, wenn man so möchte, langes 44er. Hier hatten wir, ich habe bewusst, nur ein relativ kurzes Intermezzo-Szenario gemacht. Weil das tatsächlich ein Szenario ist, das schon very special ist und das auch nicht jeder gerne liest. So. Und um zum einen nicht alle zu erschrecken mit einem Near-Future-Szenario und ständig drin bleiben zu müssen, habe ich es bewusst relativ kurz gehalten. Ich glaube, ein Drittel maximal von der Gesamthandlung. Wenn überhaupt. Also ich weiß ja, dass du ein großer Worldbuilder bist und war dann auf einmal sehr irritiert, dass es doch nur so kurz war. Aber eigentlich bringt es halt ein schönes Bild. Und ich hatte dann auch noch mal ein bisschen andere Szenarien danach und das fand ich eigentlich ganz gut, diesen Mix. Aber es hat mich trotzdem sehr überrascht. Ja, also bei mir war mir eigentlich fast die ganze Zeit im Mittelalter. Also die haben sich relativ schnell entschieden, für welche Tür sie jetzt, durch welche Tür sie jetzt gehen. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil gerade, wie du gerade gesagt hast, man muss sehr viel Weltenaufbau betreiben. Also man muss sich erstmal in dieser Welt zurechtfinden. Also gerade
also ein sehr historischer Roman dann. Da muss man erstmal gerade wissen, was sind das eigentlich für Parteien, wer ist hier gegen wen. Da muss man natürlich aufpassen, man muss sich in der Zeit anpassen. Man darf nicht immer mit den normalen Gegenwartsklamotten rumlaufen. Man muss irgendwie sich eine Tracht irgendwo besorgen, dann plötzlich ist es die falsche, weil man weiß gar nicht, zu der Ethnie passt, die man eigentlich ist. Und diese Elemente fand ich eben, waren sehr wichtig, um halt zu verstehen, wo man eigentlich gerade ist. Und die waren einfach grundlegend für die Story. Also es hätte sonst nicht funktioniert. Bei dir, Philipp? Wie lange waren sie bei dir wo? Also bei mir waren sie ziemlich lange eigentlich in der Vergangenheit. Klar, es gab zwischendurch einen Jahreswechsel, deshalb waren sie relativ kurz mit 44, aber gut. Aber ich fand es aber auch sehr cool, dass da viele Andeutungen auch, was du ja auch gesagt hast, Indiana Jones mit dem Kristallschädel, der war jetzt nicht drin. Aber so ein Lagerhaus wird auch erwähnt, wo das dann eingemottet wird, quasi man wird es nie wieder sehen. Das finde ich eigentlich total cool, so abwechslungsreich, dass du trotzdem so ein bisschen auf die Popkultur auch eingehst, dass da immer einflechtest, auch mit den ganzen Theorien, die es natürlich gibt, und Verschwörungen, dass du das alles angehoben hast, finde ich eigentlich mal eine sehr, sehr schöne Abwechslung zwischendurch, dass man das einfach mal ja, miterleben kann und auch eventuell die Frage stellt, wie es dazu gekommen ist. Jetzt auch noch die Frage, ob du dich für das Setting hast inspirieren lassen, weil bei der Serie oder Buchverfilmung von Mandel und Carson wollte ich auch diese was wie Fragen stellen und haben die Nazis in die Erde. Lustigerweise kenne ich den Vorläufer, der hieß Vaterland. Ist auch eine Verfilmung, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe den Autor gerade vergessen. Aber da ging es auch darum, spielt in den 50ern und Rutger Hauer spielt, unser guter Rutger Hauer. Ich bin zu alt, ich weiß. Ja, also Rutger Hauer, wer? Der hat im vorletzten Batman mitgespielt. Gar nicht so wichtig. Auf alle Fälle, war er der Held meiner Jugend, hat die Jugger mitgespielt, unter anderem. Und der hatte bei der Vaterland-Verfilmung die Hauptrolle gespielt. Da ging es da schon, dass Hitler mehr oder weniger weit gekommen ist. Nur unbedingt einen Pakt, ich glaube, in den Amerikanern brauchte, und dann kam raus mit der Judenverfolgung. Dann erst beute ich nicht. Aber auch die hatten schon mit der Theorie gespielt, was wäre wenn. Also längst vor Mandel Castle. Dann noch eine andere Frage. Du hast ja einen sehr eigenen Schreibstil. Würdest du für Neulinge von dir, also die ich noch nicht gelesen habe, welches würdest du da am ehesten empfehlen? Sind die sehr unterschiedlich zueinander, weil wir ja jeder nur eins gelesen haben? Reden wir jetzt von den Büchern oder von allen? Nein, du hast jetzt nur. Ich glaube, das hängt halt davon ab, durch welches Zeitalter du dich bewegst. Ne? Dass die im Mittelalter ein bisschen anders reden, aber jetzt nicht so ganz komisch mittelalterlich, das ergäbe keinen Sinn. Eine Szene muss unbedingt sein. Einer von den Charakteren, nachdem sie gerafft haben, dass sie Mittelalter sind, redet so, als ob er auf dem Mittelaltermarkt wäre. Und das ist natürlich das Ultimative, was du eigentlich nie machen sollst. Ja. Da kennst du, höret, höret. Lasst mich euch fragen, ob ihr denn alle so, wer ist das denn? Wo ist der denn her? Wieso reden sie so hochgestochen? Das war schon, sowas musste einfach mal sein. Das kann ich sogar nicht sagen. Ich würde einfach mal mit Demo anfangen, wenn man möchte. Yay! Lass uns doch noch so ein bisschen über die Charaktere vielleicht sprechen, weil das ist ja jetzt auch mega interessant. Wir haben komplett unterschiedliche Charakterentwicklungen auch und unterschiedliche Schicksale. Tja, mit welchem Charakter wollen wir anfangen? Habt ihr irgendwie einen Favoriten, über den ihr jetzt am allerliebsten reden wollt? Ja. Also. Ja, okay. Ja, wir haben unsere Vorlieben. Ja, genau. Also es ist natürlich ein großes Ensemble an Charakteren, verschiedene Charaktere mit verschiedenen Hintergründen, aber für mich hat sich am meisten als Liebling etabliert die Coco. Ja. Weil, wir sind der Coco-Fanclub. Weil, also sie ist eben ein Medium, also verkauft sich zumindest als Medium, die irgendwie wie der Mentalist irgendwie Dinge vorhersagt oder Dinge weiß und es kommt eben so, kleiner Spoiler, dass sie wirklich dann Fähigkeiten hat, zumindest im Blutfeld, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Und für mich hat sie sich am meisten herausgestochen, weil sie die krasseste Charakterentwicklung für mich durchgemacht hat. Also von dieser, ich mache das jetzt nur, um Geld zu verdienen, bis jemand die wirklich Verantwortung übernimmt und was hast du dir dabei gedacht? So, was hast du dir dabei gedacht? Ja, was Junge! Junge! Wie du wieder aussiehst. Dazu muss man sagen, dass diese Art von Charakterentwicklung nicht identisch ist mit Charakterentwicklung in den anderen beiden. Und gerade das hat es für mich wiederum als Autor extrem reizvoll gemacht, verschiedene Charaktere, die im Prolog durchaus
mit vollem Wissen und Gewissen überzeichnet dargestellt werden als Klischee. Gerade Coco ist ja das Klischee schlechthin im Prolog. Und ändert sich dann aber wirklich in dem Fall auf fabulöse Weise. Wie gesagt, es ist nicht immer so, aber das war genau, um aufzuzeigen, dass hinter dem Klischee nicht immer das stecken muss, was am Anfang vorbereitet wurde. Und dann noch mit dem Wissen, dass ich nur eine gewisse Anzahl von Seiten habe, also nicht die übliche 500-Seiten-Abteilung, sondern es sind wirklich nur, wenn man es genau nimmt, 200, 220 Seiten ungefähr in jedem Roman. Das war halt auch schon eine riesen Herausforderung. Das Ganze dann so zu drehen, dass es die Leserin, der Leser, dann auch noch abnimmt. Also nicht im Sinne von, ja okay gut, er hat halt keine Zeit gehabt und hat das schnell sündelt, aber aufgrund der Vorgeschichte von den beiden in dem Fall, um die es ja geht. Um welche beiden, außer Coco, sage ich nicht an dieser Stelle. Aber ist es nachvollziehbar? Auf jeden Fall. Ja, ich muss auch zustimmen. Coco fand ich, wie gesagt, sehr gut. Aber ich finde, deine Frauenfiguren sind alle generell sehr stark. Und das hat mir echt gut gefallen. Also es gibt ja auch noch Dana, die ist Höhlenforscherin. Und die ist wahnsinnig badass. Also wahnsinnig in meinem Roman. Da dachte ich, wow, so mutig wäre ich auch gerne. Die hat es ja echt faustdick hinter den Ohren. Ist aber auch nicht nett, also im Endeffekt. Nee, nicht immer. Also wie die ihre Kohle verdient, also eigentlich verdient, ohne zu viel zu spoilern. Ich sag mal so, es hat mit Höhlenforschung nicht ganz so viel zu tun. Aber sie ist nicht ohne Grund so. Starke Frauenfiguren waren bei mir lustigerweise schon immer in Romanen. Egal ob das Uldart war, da waren von Anfang an starke Frauen mit drin. Entweder die klassische Intrigante oder die gegengesteuert hat. Also das fand ich immer schon spannender. Also nicht immer nur mit den Klischees arbeiten oder die Frau ist hübsch, hässlich und läuft mal durchs Bild, um irgendwas darzustellen. Das muss jetzt nicht sein. Das beste Beispiel ist der Klinge des Schicksals auch. So ein badass, geile Protagonistin hatten wir ja auch lange nicht. Ja, und das macht den Roman auch für mich beim Schreiben einfach spannender. Es mag Autorinnen und Autoren geben, die das nicht so mögen, aber mir macht das einfach viel mehr Spaß. Ja, um dich jetzt auch mal ein bisschen herauszufordern, du hast ja aber trotzdem ein relativ großes Klischee erfüllt mit dem Damsel in Distress. Also die Protagonistin Anna, Lena, die ja verschwunden geht, ist ja eine Frau und die muss gerettet werden. Wie siehst du das denn? Wie ich das sehe? Kommen wir jetzt auf diesen mit feministischen Schreibern. Genau. Ja. Muss es doch mal eine Frau sein, die gerettet werden muss. Ja, in dem Fall geht es ja nicht anders. Er hat ja nur ein Kind. Und das war halt ein Mädchen, ne? Ja. Ist ja logisch. Ja, aber das Mädchen, das muss man dazu sagen, dass es halt kein schwaches Mimi-Mädchen ist, sondern die ist halt auch schon aufs Maul, wenn es sein muss. Und das fand ich halt auch wichtig. Sie kommt ja nur in diese Schwierigkeiten, weil sie ihrem Abenteuersinn nachgeht. Es ist ja nicht so, dass sie sagt, oh mein Gott, ich bin in diese Schlucht gefallen. Hilfe, Hilfe! Hol den lieben Drachen, den rosafarbenen, der mit dem Einhorn. So, nein, so ist es ja nicht. Die Frau kam in Schwierigkeiten, weil sie neugierig war, weil sie wissen wollte, warum ihr Vater nie was über diese Türen drehen. Deshalb kam sie in Schwierigkeiten. Ja. Weil sie, und dann ist es echt Schnurz, ob du ein Mann, Frau oder sonstige Wesen bist. Du bist in Schwierigkeit geraten, weil es nicht anders ging. Also hat es gar keine Chance. Und das ist schon der entscheidende Unterschied. Also es ist nicht die Mimimi, rette mich, sondern okay, das war ein Schritt zu weit, blöd jetzt eigentlich. Ja, das hat mir auch eben besonders gut gefallen, dass ihr Abenteuer sie dahin geführt hat. Und sie ist halt das einzige Kind und das muss gerettet werden. Sie wurde ja auch damit groß. Also genau. Es gibt auf der Webseite markus-heitz.de haben wir verschiedene Kurzgeschichten rund um Doors, wo verschiedene Stellen, Hintergrundgeschichten rund um die Tür noch erzählt werden. Und eine davon spielt von einer sehr jungen Annalena, die von ihrer Großmutter eine Geschichte erzählt bekommt, wo es um die Türen geht. Also diese Neugier, das Streben, rausfinden zu wollen, was da los ist, hat sie von klein auf drin. Das erinnert mich so ein bisschen an die Lara Croft, die ja auch von Anfang an irgendwie diesen Abenteuersinn irgendwie eingeprägt bekommen hat. Höhlenforscher. Ja. Aber das... Nee, das ist sie ja alles nicht. Aber ja. Ja. Was ich auch noch gerade sagen wollte, bei ihr ist ja auch irgendwie das Klischee am Anfang. Also am Anfang dachte ich so, hey, wieso geht die denn mit ihrem Abendkleid und hohen Absatzschuhen in die Höhle? Bis sie dann, also bei mir zumindest, auch dann ja vorkommt dann in, am Ende, naja, ohne zu viel zu verraten, aber am Ende... Sie kommt vor. Ihr legt dann später so Pieps drüber, ne? Und übrigens dann der Piep und dann so der Piep, die Spoiler und so. Aber die eben auch anders... Also man stellt sie sich ganz anders vor, aber in den Beschreibungen steht ja auch tougher, als sie aussieht. So, das habe ich auch drauf gehofft. Eben, also fand insgesamt den Mix eigentlich total
gut gelungen. Also es sind so vielschichtige, unterschiedliche Protagonisten, die alle eine gewisse Rolle einnehmen oder vorgehen zu tun. Und Annalena ist mir dazu rein natürlich sehr positiv aufgefallen. Ich fand das jetzt auch gar nicht mit Prinzessin muss befreit werden. Das ist mir, okay, als Mann ist wieder eine andere Sicht da eventuell drauf. Aber ist mir halt nicht, könnte sagen, ja. Aber ist mir einfach auch nicht negativ aufgefallen, weil sie ja prinzipiell, was du ja auch gesagt hast, nicht einfach blöd irgendwo reingefallen ist und sich retten lassen muss, sondern einfach, weil sie ihren Interessen nachgegangen ist. Das fand ich sehr gut. Zum anderen, Coco ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Ja. Und ich hatte ein bisschen Hoffnung für Spanger. Ja, Spanger fand ich auch sehr interessant. Der kommt einem erstmal so ein bisschen doof vor, weil man denkt, hä, ja, voll der Loser, der kann ja gar nichts. Wie ist der denn bitte Personenschützer geworden? Tja, und also bei mir hat er eine sehr gute Entwicklung und wächst einem sehr ans Herz. Kann man so sagen. Aber Sanne, du hattest doch auch noch eine spezielle Frage zu Patriarchat und Matriarchat, oder? Ach so, ja, also... Ja, das war unsere Diskussion gestern. Markus muss jetzt leider durch. Jetzt kommt die Diskussion. Wir haben die angefangen, ah, ich verstehe, angerissen. Okay, dann los. Ja, so schlimm ist es. Man muss mit Männern über Feminismus reden. Du suchst mal Schnollen. Nein, also ich, das hattest du ja auch schon am Anfang angesprochen. Kommt die Frage, warum die Frauen sich genauso benehmen wie Männer? Nein. Oh. Schade, ich bin nicht vorbereitet gewesen. Nee, das habe ich für selbstverständlich empfunden. Ja, also vor allen Dingen, ich hätte es ganz einfach begründen können. Siehst du, so lenkt man von Fragen ab. Das machen Politiker sehr gerne. Ich finde das noch so ähnlich. Wenn man sich einfach anguckt, welche realhistorischen Frauenherrscherpersönlichkeiten unterwegs waren, die waren alle so mächtig, weil sie sich im Grunde genauso benommen haben wie Männer und hatten nur das Glück, dass sie eben ihre Hausmacht hatten und sich deswegen extrem gut lange halten konnten. Da galt halt mehr oder weniger das Gesetz der Stärkeren oder die besser aufgestellt waren. Was war der ganze Trick? Aber jetzt die eigentliche Frage. Dazu möchte ich auch was sagen, aber hier. ja, natürlich, sie haben sich wie Männer benommen, zumindest also bei die starken Herrscherinnen, die auch bei mir vorkommen, allerdings auch nicht mit, also nicht ohne Konsequenzen. Es sind immer trotzdem die männlichen Gegenspieler, die sagen, wir lassen uns von einer Frau nichts sagen. Und ich fand eben schön, dass es eben nicht so eine, sag ich mal, eine Utopie ist, oh, die Frauen sind da, macht das total super, sondern dass die Männer sagen, nein, das ist eben nicht Gott gegeben, dass Frauen, dass wir uns von Frauen was sagen lassen. Und was ich halt total spannend fand, was du auch schon angesprochen hattest, dass du eben diese These des erfundenen Mittelalters eben eingebracht hattest. Wie gesagt, die ist nicht von mir, das ist ganz wichtig. Genau. Also nicht, das heißt, weil der Heiz sagt, nein. Verschwörungstheorie. Ich bin drüber gestolpert, weil ich fand sie super spannend, das ist nicht von mir. Was mich eben, ich weiß nicht, was raus, aber als Historiker hattest du gesagt, es ist ja gar nicht so spannend, aber als Autodoktor dachtest du dir, boah, ich kann jetzt voll viele Dinge machen, warum gerade? Matriarchat. Also was ich immer spannend finde bei heutigen Interpretationen von geschichtlichen Ereignissen, dass jetzt mehr darauf geachtet wird, oh, wir bauen jetzt mal mehr Frauenfiguren ein und dann von vielen Seiten kommt, es gab keine Frauen in der Geschichte, was soll das so und warum gerade du diesen Gedanken eben ja erforschen wolltest. Was hat dich als Historiker dazu angeregt? Weil es die Umkehr des Bekannten war und weil sowas sonst nirgends in der Geschichte vorkommt. Also dass nicht ein Stamm, ein Volk, ein Reich mehr oder weniger, das von Frauen regiert wird, sondern einfach sagt, nee, komplett Europa, komplett Westeuropa, wurde von Frauen regiert. Fertig, da gab es auch nie Diskussionen. Diskussionen wurden entsprechend beendet, wie das Männer beendet haben. Ja, so zack, bis die Männer halt irgendwann ein Tick cleverer wurden, nach 300 Jahren, und gemerkt haben, wir müssen das langfristig einfädeln. Nur eine Frau umbringen, bringt nichts. Wir müssen das aufbauen, was sie dann früher oder später geschafft haben. Und darum ging es mir einfach, ein Großbild zu entwerfen. Eben nicht nur Reich XY wird von der Frau regiert. Natürlich immer im Hinterkopf, dass es da doch diese Päpstin gab. Da gab es jetzt vor kurzem wieder irgendeine DNA-Analyse, glaube ich, weil sie immerhin strittig war. War das jetzt eine Päpstin oder also war es eine Frau oder nicht? Sie sind gerade wieder guter Dinge, dass es wahrscheinlich eine Frau war. Ja, dieser Gedanke wird ja auch aufgegriffen und das war natürlich auch unerhört das unter den Männern. Ja, klar. Und ich fand es auch deshalb gut, dass es dann unter den Leuten, die aus der Gegenwart kommen, eben Frauen gab, die dann das kommentiert haben. So, sie müssen eben die Vergangenheit natürlich so lassen, wie sie ist, damit sie die Zukunft nicht verändert. Aber dann wurde eben diese Frage aufgeworfen, ja, sollen wir die nicht eigentlich verändern? Sollten wir nicht lieber die Vergangenheit so ändern, dass
Frauen eben nicht so viel leiden müssen. Da fand ich diesen moralischen Gedanken vielleicht ja sehr spannend zu erforschen, eben in dieser, ja, in diesem Vergangenheitsszenario. Ja, dieses Dilemma, das wäre wahrscheinlich wieder ein Roman für sich geworden, wenn man das im Endeffekt zu Ende führt. Ich würde lesen. Aber das, aber das war hier nicht der Ansatz von Doris. Aber der Aspekt musste natürlich angesprochen werden, weil wenn du schon in so einer Situation bist und hast die Sicht von heute und wenn du weißt, was daraus alles wurde und hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, pass mal auf, wir können das ändern, das wird halt eng, ne? Sehr verführerisch. Und ich habe mich da so ein bisschen an die guten alten Star Trek-Sachen erinnert. Wir sind nur Beobachter. Also wenn du auf irgendeinen Planeten runterkommst und du merkst, die sind noch nicht so weit, was Tech-Level und Verstand angeht, Finger weg, tarnen, täuschen, ja, nicht einmischen, sonst entwickeln die sich nicht so, wie es sein soll. Um jetzt nochmal auf das Thema Lesekonzepte und neuartige Lesekonzepte zurückzukommen, glaubst du denn, das könnte auch eine Zukunft sein für andere Verlage und für andere Autoren, sich mehr mit sowas zu beschäftigen, andere Konzepte einfach zu entwickeln? Oder glaubst du, das geht doch nicht, eher wieder zu? Ich hoffe nicht, ich mache das allein weiter so. Nein, es gehört ja dazu, Dinge auszuprobieren. Das ist jetzt ein Versuch, wenn andere Leute sich entweder dranhängen, den verändern, wenn sie mutig genug werden und zu sagen, pass mal auf, Knauer und Heitz haben jetzt irgendeinen abgefahrenen Scheiß gemacht, lass uns das mal beobachten und überleg mal, was wir vielleicht anders, besser, neuartiger machen können. Ist das doch super. Alles, was das Mediumbuch, was das Geschichtenerzählen voranbringt und am besten nicht monokulturell, sondern etwas Neues erschließt, umso besser. Wir hatten auch extra eine Playlist mit eingebaut, also wirklich um noch mehr zu zeigen. Die ist auch hier in den Heften genau, drin. Genau. Zu den einzelnen also zum einen charakterisiert die Person selber und zum anderen macht es noch ein bisschen plastisch. Und das ist ein Aspekt von vielen, die man in sowas einbauen kann. Also Möglichkeiten gibt es genug. Du brauchst halt zum einen einen mutigen Verlag und zum anderen eben auch eine Leserschaft, die bereit ist, da mitzugehen. Ne? Auch das gehört dazu. Ja, es ist auch irgendwie eine Interaktivität dann gegeben. Also da kann der Leser aktiv entscheiden, so welche Tür werde ich jetzt wählen. Das finde ich immer total klasse, wenn man als Leser quasi das Gefühl hat, man kann mitentscheiden. Ja, und ich bin ja alter Rollenspieler, also alt, buchstäblich. Ja. Und wir, also das ich, bevor das Rollenspiel kam, hatten wir sogenannte Abenteuerspielbücher. Die gibt es immer noch, die kamen aus Amerika, damals hießen sie Fighting Fantasy und mein erstes Rollenspiel in der Richtung war der Hexenmeister vom flammenden Berg. Und er war so aufgebaut, dass du komplett ständig entscheiden musstest, was passieren soll. Das wäre für einen normalen Leser, Leserin vielleicht ein bisschen große Herausforderung, wenn du einfach nur ein Buch lesen willst, wenn du alle zwei Seiten entscheiden musst, geh dir nach rechts, nach links, bring dir den jetzt um. Und irgendwann bist du genervt, das ist wie mit den Volksentscheiden. Irgendwann hast du die Schnauze voll und willst einfach nur wahrscheinlich einfach nur vorwärts kommen. Also habe ich mir bewusst gesagt, du hast am Anfang drei Möglichkeiten und danach let it flow, let it flow. Deine DOS-Reihe, sag ich mal, ist ja auch eine Interpretation des Topos, Tür. Also man geht durch eine Tür, durch ein Portal und landet in einer ganz anderen Welt. Und meine persönliche Frage an dich wäre jetzt, was ist denn deine liebste Portalgeschichte oder von was hast du dich inspirieren lassen, abgesehen von Rollenspielen? Also im Endeffekt geht das ja bei Märchen schon los. Du hast Goldmarie, Pechmarie, die müssen durch den Tor gehen. Der eine kriegt Gold, der andere Dings ab. Pech. Pech. Aha, danke. Vielen Dank. Deshalb heißt sie ja Goldmarie, Pechmarie. Ich sollte was mit Dings. Germanistik. Wörtern tun. Geschichte. Whatever. Es gibt einige schöne Portalgeschichten. Einen jetzt rauszusuchen, schwierig. Aber tatsächlich ist dieser Topos, und das ist ja bewusst gewählt, Türen. Ich habe vorhin schon gesagt, du musst nicht erklären, was eine Tür ist. Und das Motiv Tür ist in allen Genres drin. Ob das der Thriller ist, im Horrorbereich, im Romance-Bereich, ist völlig egal. Eine Tür ist immer irgendwo mit im Spiel. Und ich könnte aber echt nicht sagen, ich fand Narnia tatsächlich sehr schön, wo sie eben durch diesen, wo sie durch diesen Kleiderschrank durch auch, ne, da haben wir wieder die Tür im Spiel. Das fand ich sehr schön gemacht. Ja, wie gesagt, wir sind ja ein Buchclub und da muss man ja auch darüber reden, wie es einem gefallen hat. Erstmal möchte ich noch eine Frage davor. Achso, du hast noch eine Frage davor. Genau, mach und mal. Zwar hast du ja jetzt getwittert, dass du seit 18 Jahren mittlerweile auf der Messe bist. Ja, passend dazu sagt die Messe, geht. Ja. Nee, aber
seit 18 Jahren bist du halt jetzt hier unterwegs. Was hat sich denn auch, was so Konzepte angeht, welche seitdem du dich zurückerinnern kannst, verändern? Kannst du das überhaupt abschätzen? Was meinst du mit Konzepte? Konzepte ja, von der klassischen Lesung weg hin zu so coolen Sachen wie hier. Ja. Stille. Nein, das gehört ja mit dazu. Das Spannende der Sache ist, dass ich schon immer Klassik-Lesung gemacht habe, aber auch schon andere Dinge. Ich war auf Lesetour mit Bands, also dass wir wirklich so ein Wechselspiel, das war damals die Judas-Sohn-Tour mit Persephone auf Tour waren. Das heißt, wir haben eine Performance gemacht, mehr oder weniger. Und da sind wir wieder bei Buchclub und sonstigen Dingen. Alles, was das Medium Buch nach vorne bringt, in Verbindung mit anderen Sachen, Musik, Kunst im weitesten Sinne, was auch immer, Tanz, finde ich super, weil es immer eine neue Facette bringt und ein bestimmtes Ding betonen kann. Jetzt und Buchclub ist, da muss man sagen, ihr bedient ja eine alte Tradition im Endeffekt. Der Buchclub ist so alt wie das Buch, also schon so ähnlich, aber ihr bringt es auf den nächsten Level und darum geht es ja. Also wie kann ich über Geschichten erzählen, darum geht's, die Leute erreichen, die immer noch Spaß damit haben und da ist halt das Internet und eure Kanäle ist halt genau das Richtige. Ja, jetzt zu der Frage, wie hat euch euer Buch gefallen? Kurz und knapp. Mir hat das gut gefallen. Ich fand eben die Gedanken sehr interessant, die eben genutzt wurden innerhalb dieses Szenarios. Was wäre wenn und was wäre, wenn wir das tun? Und deshalb gerade diese Gedanken um das Ende. Und das Ende hat mich komplett fertig gemacht. Ja, schreibe ich doch Romans. Ich kann es nur ähnlich so sagen. Ich war positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist. Und ja, muss man auch so sagen. Ich fand es sehr spannend. Mir hat es vor allem immer sehr gut gefallen, wenn die in den Höhlen waren und das dann kritisch wurde. Und auch diese Mystery-Aspekte mochte ich in meinem Buch sehr, sehr gern. Und das, wie auch Sanne gerade sagte, das Ende hat mich zerstört. Ich habe einen riesen Cliffhanger. Markus, du musst weiterschreiben. Das ist ja wahrscheinlich eh gedacht. Vermutlich. Ich, wie gesagt, mal gucken. Und ja, abschließend kann ich sagen, ich fand es sehr, sehr cool. Das Setting insgesamt, die ganze Herangehensweise ist so untypisch, Markus, würde ich jetzt mal sagen. Das fand ich sehr abwechslungsreich einfach mal. Und ich hätte mir vom Stil her so mehr wie einen Prolog noch gewünscht, dass das einheitlich ist. Aber gut, hast du ja auch jetzt erläutert, dass das ganz andere Herangehensweise gewesen ist, klar. Aber ansonsten mega spannend. Ich war sehr begeistert und hier noch Info halt zum Prolog. Der ist hier separat als Print, der ist kostenlos als E-Book erhältlich. Aber auch in jedem Buch, wie er vorne zu sehen ist, auch enthalten. Also wenn man das Print nicht unbedingt haben kann, weil es limitiert ist, ist einfach so, findet es aber auch im Buch an sich. Genau, weil wenn du in der Buchhandlung stehst und hast das Buch in der Hand und sagst, ich habe das Gefühl, da fehlt die Hälfte und der Buchhändler dir dann sagt, ja, dann musst du auf die Webseite gehen, musst du downloaden, da bleibt das Buch nämlich genau im Laden und das zu verhindern, haben wir gesagt, wir müssen den Prolog vorne reinmachen. Für die Anfangsleser ist das eben entscheidend. Ja, also von der Idee auf jeden Fall sehr, sehr geil, muss ich sagen, dass der Verlag sich da auch einfach bereit erklärt hat, das Ding aber kostenlos auch zur Verfügung zu stellen, auch als Print. Also wer es noch nicht hat, hier vorne haben wir noch ein paar Restexemplare, bitte nach der Show holen. Dazu muss man sagen, die gibt es sonst nirgends. Also die sind limitiert, genau, streng. Genau, limitiert. Ja, ich habe den Fuß drauf sozusagen. Die gibt es auch nirgends im Handel, das ist tatsächlich so ein Ding, dass der Verlag zu besonderen Gelegenheiten, wie zum Beispiel die Buchmesse, einfach mal so raushaut. Ja, apropos raushauen. Wollen wir auch mal was raushauen? Ich würde es schon sagen. Ganz genau, wir haben nämlich noch was zu verlosen. Okay, so die einfachste Frage vorweg. So, also nochmal zu den Spielregeln zur Verlosung. Wer als erstes reinruft, am besten mit Handheben und es richtig sagt, der kann was gewinnen. Warte, ich muss noch einen Disclaimer machen. Mitarbeiter des Trümmer-Knauer Verlags sind davon ausgenommen. Patricia, du darfst nicht mitmachen. Okay, Frage Nummer 1. Super einfach. Wie viele Doors-Bände gibt es aktuell? Drei! Das war da. Sicher, ich war gar nicht so schnell. Guck. Ich hab's auch irgendwo von da gehört. Okay. Dann kommen wir nach. Kolonie. Kolonie Mainz? Das hab ich, Kolonie Mainz habe ich nicht geschrieben. Kolonie Mainz. Herzlichen Glückwunsch. Yay! Jetzt kommt auch eine geile Frage von mir. Bei mir gibt es Dämmerung zu gewinnen. Ach nee, das ist meins. Wie heißt unsere Live-Show? Juhu! Ganz knapp hinten kam es zwar auch, aber das ist tick zu spät. Also laut ist auch immer gut. Laut schreien. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, und bei mir gibt es jetzt Blutfeld und das ist die schwierigste Frage. Und zwar, wie heißt eine Figur in Doors? Coco! Ich glaube, ja, das müsste das grüne Hemd gewesen sein. Genau. Einmal für dich. Dankeschön. Danke an Knauer für die Sachen. Genau, vielen Dank. Vielen Dank an Thomas Knauer. Danke, Markus, für die Bücher. So, und ja, gerne. Am Ende unserer Live-Show verkünden wir auch immer, welches Buch wir als nächstes lesen. Da haben wir uns auch schon für einen Titel entschieden. Philipp weiß es nicht. Doch, du weißt es. Mir ist wieder eingefallen. Also, wenn ihr Lust habt, mit uns zu lesen, ihr habt dann jetzt bis heute, es ist Oktober, ne? Oktober? Ja. Dann habt ihr bis November Zeit. Das Datum der Live-Show verkünden wir dann demnächst auf einem unserer Kanäle. Wir lesen als nächstes von Laura Kneide. Die Krone der Dunkelheit. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Genau, wer heute nichts gewonnen hat, wir verlosen die Tassen nochmal mit der Aufzeichnung, die hoffentlich was geworden ist von der Akustik. Der Füchse. Richtig. Und zwar auf meinem Kanal, ich weiß noch nicht genau, wann ich das Ding fertiggestellt habe. Auf jeden Fall innerhalb vom Oktober wird das Ding noch online auf meinem Kanal zur Verfügung gestellt werden. Genau. Dann verlosen wir die drei Tassen auf jeden Fall auch noch. Hat er gerade gesagt, vor Oktober? Vor November, vor Ende Oktober. Nee, ich wollte nicht, dass ihr... Hey, hast du zugehört? Ich wollte nur nicht, dass ihr... durch die vierte Tür. Wir sind natürlich im Anschluss auch noch hier, um Fragen zu beantworten, mit euch zu quatschen, wenn ihr Lust habt. Also vielen Dank auch nochmal an dich, Markus, sehr, dass du dich dazu bereit erklärt hast, bei unserer Buchplanetarium-Show mitzumachen. Yay, natürlich. Yay. Yeah. Ja, ansonsten